Ist das euer fucking Ernst? Ich bin 10 Minuten weg und du machst dich an meinen Freund ran? Also du warst mit deiner Freundin bei ihrer besten Freundin. Ganz genau. Was ist da jetzt so spannend dran? Lass mich doch von Anfang an erzählen, du ungeduldiges Stück. Na, dann erzähl mal. Also. Meine Freundin möchte, dass ich ihre Freunde kennenlerne. Zuerst besuchen wir ihre beste Freundin. Ob ich darauf Lust habe? Nicht wirklich. Aber was soll man machen? Was tut man nicht alles für seinen Engel? Wieso muss ich denn deine Freunde kennenlernen? Ich meine, reicht's nicht, dass ich dich kenne? Ja, aber ich will doch, dass du meine Freunde nett findest, dass sie dich auch mögen und wissen, warum wir gerade so viel Zeit verbringen. Dann zeig ihnen ein Foto von mir, dann sagst du, das ist Nelson und den solltet ihr mögen, weil er ist super cool und super talentiert. Und was bist du denn super talentiert? Ich kann zum Beispiel eine Red Bull-Dose mit den Füßen aufmachen, das kann nicht jeder. Warte, du kannst wirklich mit den Füßen eine Dose aufmachen? Schau her! Respekt. Danke, Meister. Weiter geht's. Das ist so dämlich. Du bist ja nur neidisch, weil ich so bewegliche Zehen habe. Ich bring dich ja auch nicht zu irgendwelchen Leuten, die du nicht kennst, weißt du? Ja, wieso eigentlich? Wie schämst du dich für mich? Ich schäme mich nicht für dich, aber nachher legt jemand Auge und dann bringen wir uns auseinander. Aber doch nicht unsere Freunde. Ja, Freunde können zu Schlangen werden. Dann drehst du dich einmal um, dann hast du ein Messer im Rücken. Ich glaube, du siehst das alles zu dramatisch. Ja, oder du zu entspannt. Don't got no heart, I got an icebox. Brand new rollie, swipe out the G-Shock. Moving slowly, I know the street hot. No more double, go ahead and detox. Also war sie hot? Natürlich war sie hot. Beste Freundinnen sind immer hot. Wenn ich dein bester Freund bin, bin ich dann auch hot? Natürlich bist du hot. Du bist mein hotter Bro. Du bist auch hot. Wir sind beide hot. Wenn ich eine Frau wäre, würdest du? Mit Haut und Haaren. Team Axel! Na, hallo Schatz! Ich hab dich gesehen. Ja, auf jeden Fall. Hi, hey. Na? Geht's dir gut? Ja. Schön. Schön, dich kennenzulernen. Komm rein? Ja. Schatz, komm. Ja, komm mal. Ja, schön, dich kennenzulernen. Ja, freue mich auch, dich kennenzulernen. Ich habe schon viel von dir gehört. Ich habe noch Gutes. Was habe ich denn erzählt? Achso, nee, sag mal doch so, ne? Ich habe schon viel von dir gehört. Okay, also hast du gar nichts von mir gehört? Ja, jetzt nicht direkt. Und warum sagst du das? Ich will Smalltalk führen. Okay, also Smalltalk gleich lügen. Nee, ich will einfach erstmal für kleine Mädchen gerade, ja? Okay. Lügt der viel? Ich weiß auch nicht, was gerade mit ihm los ist. Also eigentlich nicht. Okay. Oh Mann, was für ein Start. Aber ich hab Smalltalk gemacht. Das war Smalltalk. Das macht man so. Aber die war nice. Die war nice. Oh shit. Oh no. Nicht jetzt. Oh shit. Zum Glück gibt's Bademann. Was hast du nicht gemacht? Du weißt, dass ich eine schwache Blase habe. Aber da muss man doch nicht das ganze Bad voll pinkeln. Das ist korrekt, aber darum geht's gerade nicht. Hör zu, Folgendes ist passiert. Ach, wo ist denn Selina? Sie ist kurz unten telefonieren. Oh. Ja. Und du so? Wie läuft das Leben? Hast du einen Freund oder so? Nee, hab ich nicht. Und jetzt auch nur so mit nur einer Person und so. Ist nicht so ganz mein Ding. Du weißt schon, wie ich es meine, oder? Ja, also das muss ja letztendlich jeder für sich selbst wissen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, deswegen auch Respekt an euch so. Für immer ihr zwei und bis der Tod uns scheidet und so. Respekt. Ja. Wobei ich schon eher so der Abenteuertyp bin, ne? Ah, okay. Ja. Naja, aber wie auch immer. Könntest du mir meinen Stepper aus dem Schlafzimmer holen? Das Ding ist nämlich so schwer. Boah, ja klar. Also ich bin African hier, Mucki sind da. Hier vorne oder danke. Was? Ja, hier vorne. Ja klar, weiter, easy. Dankeschön. Gerne. Ja, ein bisschen. Oh, okay. Weil's nicht extra, aber das ist auch noch okay.
Meinst du, sie wollte dich anmachen? Oh, gönnst du dem Zuschauer denn gar nichts? Was für ein Zuschauer? Na, die Person, die uns da beobachtet, gönnst du nicht. Selbst Elisa und Nicole gönnen bis heute. Was für eine Person, Digga. Egal, plapper einfach nicht rein und hör zu. Also. Oh, so, das war ein richtig intensives Allerdings, für mich Workout. Aber auch. Hat dich alles bewegt und so. Man hat gesehen, dass du viel Sport machst. Oh, wow. Ja. Und du machst YouTube? Erzähl mal. Ja, ich bin YouTuber, sogar relativ erfolgreich. Will mich jetzt nicht krasser machen, als ich bin, aber von den Klicks stimmt's. Ah, cool. Und du? Ja, ich mache auch Social Media und noch so ein paar Sachen. Hey! Du hast was in den Haaren, sieht aus wie ein Fussel. Achso, ich bin ein Afrikaner, das sind Locken. Nee, und warte, ich entferne dir das mal ganz kurz. Ist das euer fucking Ernst? Ich bin 10 Minuten weg und du machst dich an meinen Freund dran? Ich wollte ihm nur einen Fussel entfernen. Dein Girl dachte also, ihr hattet was miteinander. Ganz genau. Obwohl gar nichts war. Ganz genau. Und dann? Na dann? Ist dein Ernst? Du hast es völlig falsch verstanden. Es ging um einen Fussel, ich wollte es nur aus den Haaren entfernen. Ich glaube kein Wort. Oh, das ist ja nicht das erste Mal, dass du mich an meinen Freund machst. Du übertreibst völlig die Lage. Völlig. Putz mal deinen Bart, es stinkt da nach Pisse. Komm jetzt bitte. Ja, sorry, dass das jetzt hier so... Ja, alles gut. Okay, alles gut, ja. Hat sie nicht gemacht. Doch, Mann, Frauen können mir nicht widerstehen. Das liegt an dem Öl, was ich für meine Haare benutze. Das ist aus Blattlauskacke, riecht aber wie ein frischer Sommermorgen. Ganz toll. Hey, Schatz. Hey, geht's dir gut? Hello. Das ist Paul. Oh. Hey, freut Hi. Mich. Freut mich. Schön, mal einen Freund von Nelson kennenzulernen. Ich habe schon viel von dir gehört. Ach echt? Was hast du denn gehört? Ich habe dir doch gar nichts von ihm erzählt. Ich mache doch nur Smalltalk. Also ist Lügen für dich Smalltalk? Nein, natürlich nicht. Aha. So lachen die ganze Zeit, war so schwer. Ich wollte small talk. Lina, kommst du? Du darfst nicht noch mal trinken, es ist einfach nicht. Warte, lass dir einfach nichts erzählen. Ohne Spaß, das ist nicht das erste Mal und Sam, okay, nochmal. Lass mich doch von Anfang an erzählen, du ungeduldiges Stück. Na, dann Scheiße. Was? Yeah, you kicked them up.